Ja, meine lieben Zelda-Freunde, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Wir haben hier, oh geil, 16 Damage. Kopfsammler. Wir haben in der letzten Folge einen komischen Reisenden verkloppt, der uns ganz komische, kryptische Sachen an den Kopf geworfen hatte. Bis er sich dann am Ende zum Erkennen gegeben hat, keine Ahnung, ob man dazu sagen kann, und er uns verkloppen wollte. Das war wieder einer von Ganondorfs Spitzeln. Ja, ich möchte eigentlich sagen, war nicht überraschend, aber ich war dann doch ein bisschen überrascht. Hallo, macht das kaputt. Ja, wir sind auf dem Weg zur Ranel-Spitze, weil sich dort wohl eins der Fotomotive befindet, die wir von Zelda bekommen haben, die sie vor 100 Jahren mal aufgenommen hat. Und wir sollen die, Imper meint, wir sollen die aufsuchen. Ah, okay. Ein Croc. Imper meint, wir sollen die aufsuchen, weil dadurch wohl unser Gedächtnis wieder... Ach, da. Weil dadurch wohl unser Gedächtnis eventuell zurückerlangt werden kann, indem wir diese Orte besuchen. So, das wollte ich sagen. Ich hatte gerade ein paar Sprachstörungen generell in den ganzen Aufnahmen in der letzten Zeit. Möge man mir da verzeihen. Ah, ein Croc. Oh, was hat der denn da? Schneebären in der Hand? Ui, du hast mich entdeckt. Vielen Dank für deinen Crocsamen. Damit haben wir schon wieder 27 Stück zusammen. Auf Wiedersehen. So, wo gehen wir denn her? Da wir zum Ranel-Dingsbums müssen, gehen wir eigentlich hierher, aber... Nee, ich gucke mir jetzt hier noch da das Flüsschen an, da vorne. Wenn wir schon mal hier sind. Da scheint's... Ah nee, ich wollte gerade sagen, da scheint's heiße Quellen zu geben. Aber da hat einfach nur jemand ein Lagerfeuer gemacht. Ja, das gibt hier unzählige Sachen, die wir uns noch angucken können. Nimmt ja gar kein Ende. Kraniche und Widder. Ich bin gerade gut drauf. Weswegen ich nicht Jagd auf euch mache. Wobei, hier sind gerade... Ah, war da gerade eine Ausdauerschrecke? Ich glaube, ja, ne? Die ist weggeflogen, verdammt. Ja, eine Fee einfach mal hier. Was macht die denn hier so weit abseits? Von Kakariko? Finde ich kurios. So, warum ist denn hier ein Lagerfeuer? Normalerweise, wenn ein Lager... Ah, da ist einer. Frei ist der Vagabund. Das ist doch bestimmt wieder so ein Spitzel von Ganonen drauf. Ja. Ne, der hat einen Namen, dann wahrscheinlich nicht. Gerlach. Oh! Hast du mich beim Singen erwischt? Ich bin Gerlach. Ich bin auf einer Reise durchs ganze Land, um mich selbst zu finden. Ja, ich habe dich gefunden. Hey. Gerade bin ich auf dem Weg zum Dorf der Soras. Aber ich habe mich verlaufen. Ich bin kurz davor aufzugeben. Ich habe eine Stimme vom Turm im Norden gehört. Um dorthin zu gelangen, müsste man aber erstmal einen Weg finden, den Lucida-Fluss zu überqueren. Dorf der Soras? Das Dorf der Soras ist eine Siedlung in Ranel. Oder Ranele, wie auch immer. Die vom Volk der Zoras errichtet wurde. Leider scheint es mir unmöglich, den Lucida-Fluss zu überqueren. Ich habe aufgegeben, jemals dorthin zu kommen. Wolltest du noch was von mir? Turm im Norden? Wenn du von hier aus nach Norden gehst, wirst du jenseits des Lucida-Flusses einen riesigen Turm sehen. Ich meine, ich hätte von dort jemanden rufen hören. Ob da wirklich jemand auf der Spitze ist? Wolltest du sonst noch was? Lucida-Fluss? Der Lucida-Fluss ist der größte Fluss in ganz Ranel. Den Schwimm zu überqueren ist Selbstmord. Wenn du nach Norden willst, geh erst zur Insel Dehes. Dehes? Keine Ahnung, westlich von hier. Ein kleiner Umweg, der sich auszahlt. Wolltest du sonst noch was? Nein, auf Wiedersehen. Bis irgendwann einmal. Ja, wir werden uns wahrscheinlich nicht wiedersehen. Und das ist wahrscheinlich das ganz neue Gebiet. Guck mal, wie gigantisch das ist. Das wird, ja, hier. Bumm. Denke ich mal. Keine Ahnung, geh nach Danes, der Hess. Das wird wahrscheinlich der Fluss sein. Oder hier ist auch noch mehr. Ich weiß es nicht. Ja, wir wollen eigentlich jetzt noch nicht zu den Soras. Aber ist ja schon mal gut zu wissen, dass die da... Ah, da ist der Turm. Guck mal. Da ist der Turm im Norden. Der ist aber schon im anderen Gebiet drin. Deswegen gehen wir da jetzt nicht hin. Ah, da ist eine Höhle. Nee, ist nur ein Durchgang. Eicheln, Eicheln, Eicheln. Ey, da war noch eine Eichel. Da, da möchte ich jetzt mal, eigentlich ist ja, die Theorie besagt ja jetzt, dass wenn Huhu ist, dann ist was in der Nähe. Aber, also nicht dieses sondern schon Huhu. Was soll denn hier sein, bitte? Da ist also manchmal so ein ganz schrilles so prüpp, prüpp, war jetzt gerade. Was auch immer das bedeutet. Schon wieder. Ach, der macht jetzt seine komische Musik wahrscheinlich.
Da ist was am Blinken, ist aber wahrscheinlich nur ein Ei auf dem Baum. Ah, ein Ei, lecker. Hallo, da, das Huhu kam aus der Richtung. Aber hier ist nichts. Glaube ich. Ah, da, guck mal doch. Ein Elektrovieh. Ha, Elektrofledermaus. Hätten wir. So, und zwar zeige ich mal im Album an, das Vieh. Ah, schwaches, nachtaktives Monster, das einer Fledermaus ähnelt. Ihm und die Kraft der Elektrizität inne, alles, womit es in Berührung kommt, wird unter Strom gesetzt. Elektrofleder, Beißflügel und die Augen natürlich wieder. Okay, die kommen nur hier in Ranella vor, stand da gerade. Und ich glaube noch irgendeinen anderen Ort. Von da hinten kam auch ein Huhu. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das was zu sagen hat. Mein Gott, ganz oft Huhu hier. Ah, guck mal, das sieht da schon wieder interessant aus, ne? Alles da. Ah, guck mal, das ist auch schon. Wir sind schon ziemlich nah am Vulkan, finde ich. Ah, oh, verdammt. Nein, nicht mit den. Der trifft uns, glaube ich, jetzt. Ah, ne, doch nicht. Das war aber knapp. Ja, das Schwert zerbricht gleich. Verdammt, schon kaputt. Hätte ich es mal nicht gesagt. Ritterschwert. Komm, wir nehmen. Nee, hier, wir nehmen die Kopfsammler-Sichel. Kopf ab, Arm ab. Arm dran, keine Ahnung. So, weg. Stirb! Gib deine Bob-Klimm-Klamotten her. Vielen Dank. Da nehmen wir die auch noch mit. Nein, ein Elektrovieh! Kaputt. Ah, da sind, glaube ich, die Elektroflügel. Ja, müssen sie sein, genau. Ja, ein seltener Fund. Der Flügel selbst erzeugt keine Elektrizität. Knistert aber noch ein wenig. Zusammen mit Insekten kann es zu Medizin verarbeitet werden. Ja, sehr schön. Wo kommt denn die Musik her? Da hast du mal Glück gehabt. Ah, so ein bisschen seemannsmäßig, ne? Finde ich. Oh, oh, wird hier ganz schön dunkel gerade. Ah, da, der macht munter, ja, ist so eine Ziehharmonika-Musik. Hallöchen, schon wieder so ein Vogel. Ist das der gleiche? Du hast so einen Vogel. Ah, guck mal einer an. Hallöchen. Oh, Verzeihung, ich dachte, ich wäre alleine. Ah, so treffen wir uns wieder. Ich hätte allerdings nicht erwartet, dass es hier sein würde. Auch in dieser Gegend, hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich der Prüfung stellt und sie überwindet. Und möchtest du das Lied dieser Region hören? Ja, mal gucken, ob wir es diesmal verstehen. Ja, bitte. Mit Vergnügen legen wir los. Ein grünes Land, pulsierend vor Leben. Das gekrönte Tier im vollen Lauf. Auf seinen Rücken sollst du dich erheben und die Heldenprüfung tut sich auf. Ah, okay, wir sollen auf ein Hier schreiten oder was? Das grüne Land müsste diese Gegend hier sein, aber worum könnte es sich bei den gekrönten Tier handeln, Jan Hirsch? Das ist ein Mysterium, das ich in 1000 Jahren nicht lösen konnte. So alt bist du schon. Nun denn, möge dein Weg von Licht erfüllt sein. Alles klar. Das gekrönte Tier, das kann nur ein Hirsch sein, auf dem wir reiten müssen. Dann reiten wir auf den Hirsch. Yay! Der Fuchs hat nun mal Glück gehabt. Komm da, komm da, komm da! Ach komm, leck mich. Was ist denn hier mit dem Baum? Der sieht so mysteriös aus, finde ich. Hat das hier irgendwas auf sich? Ist einfach ein Baum, ne? Glaub ich. Sieht schön aus. Aber das war's. So. Gekröntes Tier. Hier waren noch gerade ganz viele Hirsche. Wir müssen uns anschleichen. Da, was ist, wenn wir auf den landen? Aufsteigen! Komm her! Lauf nicht weg! Geht gar nicht. Wahrscheinlich meint er, hier war noch ein anderes. Das war jetzt kein Hirsch, das war ein Steinbock oder so. Hier war ja noch irgendwo ein Hirsch, glaube ich. Wir versuchen mal unser Glück. Wahrscheinlich wird... Das muss der meinen. Was soll denn hier sonst ein gekröntes Tier sein? Ich meine, klar, Krone... der Löwe ist der König. Also... Rein theoretisch könnte es aber bedeuten, dass wir auf einen Löwen reiten müssen, aber ich habe hier weder einen Löwen gesehen,
Noch, was weiß ich, noch halte ich das für wahrscheinlich. Da vorne sind Glühwürmchen. Da können wir jetzt ein Foto von machen. Da haben wir die Gelegenheit. Falls das überhaupt geht. Boah, die sind so weit. Ich kann gar kein Foto von denen machen anscheinend. Weil ich näher ran muss. Aber wenn ich näher rangehe, dann... Ja, dann hauen sie ab. Schade. So, gekröntes Tier. Ich sehe hier keins. Das haben wir vorhin natürlich wieder grandioserweise verscheucht. Wir sind auch schon ein Held manchmal. Irgendwo wird hier schon eins sein noch. Oder der meint was ganz anderes. Ist auch möglich. Da vorne ist normales Vieh. Da vorne ist auch ein kleines normales Vieh. Also ein Reh oder sowas. Aber nichts Gehörendes leider. Da vorne. Da. Wenn der den nicht meint, dann weiß ich auch nicht. Anschleichen. So, Rüstung wechseln. Die Schleichrüstung angezogen. Schlafen die Viecher auch mal? So. Damit werden wir jetzt ganz leise. Er hebt seinen Kopf. Aber... Der hat schon so komische Augen. Haben wir ein Foto von dem? Ein Berghirsch. Speichern. Haben wir neu. Berghirsch! Ja, dieses Wilde zeichnet sich durch sein imposantes Geweih aus, mit dem es sich auch gegen Angreifer wehren kann. Da es sehr scheu ist, kann man ihm nur schwer, kann man es sich nur schwer nähern, aber wer tatsächlich aufspringt, kann auf einen Wildenritt, hat einen Wildenritt vor sich. Man kann tatsächlich aufspringen. Da, wir müssen auch noch die Berghirsch-Kuh fotografieren. Ah, er hat uns, glaube ich, gesehen. Kacke. Verdammt. Wir müssen den irgendwie... Was ist, wenn wir den angreifen? Zwingen wir den dann irgendwie zum Kampf und... Berghirsch-Kuh, weiblicher Hirsch, der sich für gewöhnlich in der Nähe eines Männchens aufhält. Das stimmt, das haben wir beides fotografiert. Die Hirschkuh besitzt kein Geweih und ist extrem scheu. Wenn sie aber gerade Äpfel oder ähnliche Früchte frisst, ist sie ein wenig auf... ist sie weniger aufmerksam. Das ist deine Chance, sie anzufangen oder zu erlegen. Ah, komm da her! Los! Jawohl! Tätscheln, tätscheln! Ah, ganz ruhig! Oh, verdammt! Ah, das Vieh kriege ich schon. Wenn das jetzt nicht ins Nirvana einfach verschwindet, wie so oft der Fall ist. Komm schon! Ah, das Vieh ist schnell. Aber ich habe... Schnell! Tätscheln, 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 tätscheln! Keine Ausdauer mehr. Ist überhaupt L der richtige Knopf, den ich drücke? Komm schon hier. Guck mal, was der für einen buschigen Hintern hat. Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ich reite schon noch auf den gleich. Wir müssen den ein bisschen beruhigen und dann ist alles... Ey, jetzt lauf aber nicht über eine Klippe, ne? Ach, jetzt ist er weg, toll. Dann müssen wir ein anderes Vieh suchen. Irgendwo in der Ecke eins. Okay, anschleichen bringt schon mal was. Zumindest bis auf eine gewisse Distanz. Und dann muss man schnell sein. Da vorne, sehr gut. Von hinten. Dann kann der mich ja nicht sehen, eigentlich. Rein theoretisch. Wenn uns dann nicht die doofe Hirschkuh verrät, ja, hau ab. Okay, ja, hau ab. Ich will nichts von dir. Ich will nur deinen Gatten haben. Ah, anschleichen scheint es zu bringen, sehr gut. Ja, ja, lauf weg. Hoffentlich ist das jetzt nicht so ein Herden. Perfekt. Jetzt ganz leise. Ha, es funktioniert. Ah, sehr geil. Es liebt mich. Ah, bist du süß. Ah, guck mal, wie schön. Tätscheln, ne? Ja, bist du fein. Komm hier. Ist aber ganz schön langsam, das Vieh. Ah, okay, los geht's. Mit deinen buschigen Hintern. Wahrscheinlich müssen wir jetzt auf die Plattform drauf, kann ich mir vorstellen. Ah, du bist ja ein Feinde, ne? Hier, guck mal. Guck mal, was wir gaben. Guck mal hier. So, jetzt passiert... Brumm, hoffentlich passiert was. Boah, ich bin so gut, ne? Aha, boah, ist das geil. Was ist das denn? Irgendein Stein? Ach, ein Schrein, der kommt aus dem Boden gefahren, einfach so. Okay. Ja, das hätte sich doch gelohnt, ne? Geil.
Ich bin baff. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gedacht, irgendwo eine Truhe oder sowas. Das gekrönte Tier geschafft. Sprechen. Hallo, sprechen. Ach so, Z und dann... Ich verstehe, die Krone sollte also das Geweih eines männlichen Berghirsches sein. Auf seinem Rücken warst du wirklich der König des Waldes. Stoff für ein neues Heldengedicht. Nun dann, möge dein Weg, bla bla bla. Ja, also wir haben schon... Lauf da weiter. Ich glaube, der Hirsch hat Angst. Oh, ist das ein schönes Tier, ne? Naja, ist ja gut. Ich hau dir ja nur ganz leicht auf den Hintern. Nee. Noch niemals. Ich mache mit meinen Füßen so klack in die Nieren. So, hier, fein. Ey! Jetzt ist es auf einmal wieder scheu, ne? Ja, hau ab. Du hast die Freiheit verdient. Was stand da gerade? Wie heißt der Schrein? Ist egal. Finden wir jetzt gleich raus. Überspringen. Boah, was erwartet uns jetzt hier drin? Jetzt bin ich aber gespannt. Wir essen was. Und zwar so ein gerösteter Ausdauerlink. Einmal, zweimal haben wir so gut wie volle Leben. Und runter mit dem Fahrstuhl. Hallo, bitte, ja, zur nächsten Ebene. Ja, frisch gefangene Wildtiere oder Wildpferde hören oft nicht auf deine Kommandos. Mit der Zeit gewöhnen. Meine Fresse, was ist denn hier los? So, wir können die Schleichrüstung. Drei Weisheiten. Missio. Der Missio-Schrein. Drei Weisheiten, okay. Wir wechseln wieder die Rüstung zu der richtig coolen, denn ich glaube nicht, dass wir hier drin rumschleichen müssen. Ah, okay, was ist denn das hier? Ich möchte da ungern mit der Waffe draufhauen. Weil dann geht die nur kaputt. Wahrscheinlich passiert jetzt irgendwas. Okay, der wird blau dadurch. Und irgendwas... Ich glaube, das hat sich da jetzt bewegt. Kann das sein? Okay, das können wir da runterziehen. Ach so! Ah, okay! Das ist natürlich interessant. Tja, ich würde sagen, ich nehme den Stein direkt mal mit. Hier vorne hin zum Beispiel. Um da hochzukommen. Ach, geht noch nicht mal. Das ist jetzt aber... Ja, dann brauche ich den Stein noch nicht mitnehmen. Oder eventuell doch. Warte mal, doch. Ich könnte versuchen, rüber zu fliegen, ne? Warte mal, wenn ich den hier so hinten... Doch. Der muss schon hier stehen, das stimmt. Wenn ich jetzt schaffe, da hinzufliegen von da oben, dann könnte ich von da auf die nächste Plattform gelangen. Eventuell klappt das. Ja, das müsste eigentlich... Sehr gut. War eine Truhe, sehr gut. Was haben wir denn da Schönes? Und zwar ein Elektroschwert, cool. Wir haben das letzte ja verloren. Leider. Was machen wir denn da? Kommen wir da so rüber? Schaffe ich das so weit? Ja, soweit so gut. Ah, verdammt. Das hat jetzt nicht mehr funktioniert. Okay, schade. Aber genauso, wie ich es gerade gemacht habe, müsste das funktionieren vom Sinn her. Was ist denn da oben eigentlich? Was ist denn da? Warte mal, was ist denn, wenn ich das hier drauf stelle? Klappt das dann runter, weil das zu schwer ist? Oh, nee, da passiert gar nichts. Hätte aber sein können, rein theoretisch. Ich habe eine andere Idee. Von da geht das wahrscheinlich besser. Okay. Auch mal eben hier gegengekloppt. Ah, ach so, wenn ich dagegen kloppe, dann bewegt sich der Stein.
Okay. In die Ausgangsposition oder wie kann ich das verstehen? Was ist, wenn ich jetzt nochmal drauf schieße oder hau? Perfekt, genau das habe ich gehofft, dass das passiert. Ja, ja, ach, das ist ja einfach, pass auf. Jetzt bauen wir hier eine Bombe hin. Dann bringen wir sie jetzt in dem Moment zum Explodieren, weil wir jetzt kein Schussfeld haben. Und von hier können wir sie dann abschießen. Und damit hätten wir die Truhe. Ah, nee, den Hebel. Genau, jetzt ist es offen. Hoffentlich. Ach, kacke, wir müssen hier irgendwas draufstellen. Eine Bombe, reicht das, wenn ich da eine Bombe draufstelle? Oder den Stein. Wahrscheinlich müssen wir den Stein hier drauf... Ah, doch, das müsste klappen eventuell. Warte, ich werfe mal eben die Bombe hier hin. Ja, klar, die ist zu leicht. Ja, ist ja gut. Machen wir dann anders. Oder ist hier irgendwo noch was anderes? Was ich da draufstellen könnte. Da vorne ist doch irgendwas, ne? Ah, ne, da ist nix. Da ist gar nichts. Gar nichts. Dann machen wir das mit dem Magnetmodul jetzt. Pass auf. Ach, wo ist denn... Ach so, das ist ein anderer Stein. Ich habe das irgendwie jetzt gerade gleichgesetzt. So doof, wie ich bin. Okay, pass mal auf. Warte mal, ich muss da gar nicht drauf. Ich mache das einfach so. Ja, warum soll ich da drauflaufen, wenn es auch so geht, ne? Mal ganz ehrlich. Fertig. Einmal hier gegenkloppen, dann könnten wir dann eventuell schon wieder hinfliegen. Holzpfeil her damit, geil. Können wir mal aufheben. Alter! Ah, kack, ich glaube, das wird nichts. Die Frage ist, wie kann ich von da hinten das Teil abschießen? Gar nicht, nämlich. Wahrscheinlich. Also. Ja, eine gute Frage, möchte ich meinen an der Stelle. Ich versuch's nochmal. Ah, oh, verdammt! Der hätte sich nur noch festhalten müssen. Der kleine Link. Drei Weisheit. Was ist, wenn ich in den Strahl reinlaufe? Ah! Oh, tut weh. Ah, okay, wenn man den einmal unterbricht, dann wird auch der Strahl resettet. Okay. Das hilft uns eventuell. Ablegen. Zünden. Warte mal, kann ich noch eine Bombe nehmen? Ah, guck mal. Kann ich jetzt zünden und werfen? Was ist mit der anderen Bombe? Wenn ich die hier rüberwerfe, kullert die ja dahin. Ah, ich glaube, irgendwie so könnte das funktionieren. Ja, so, warte, vielleicht ist der Radius ja groß genug, dann wenn ich die da in die Ecke werfe. Ja, die kullert noch nicht mal so weit. Aber eventuell... Nein, Mann! Vielleicht klappt das. Ich bin mir da nicht sicher. Aber das scheint das Rätsel zu sein, denke ich. Okay. Ah, halt, Mann, ey. Der muss ja erstmal zurück. Einmal. Zweimal. Ich habe eine neue Idee. Ist er wieder Ausgangsposition? Nein, ist er nicht. Kann ich dahin? Kann ich natürlich nicht. Irgendwas übersehe ich, glaube ich. Keine Ahnung. Was ist denn, wenn ich darauf schieße und ganz schnell... Ja, das könnte auch klappen. Und dann hinterher die Bombe.
Ich habe noch eine Idee. Ich habe eine sehr gute Idee, glaube ich, gerade. Ha, eventuell klappt das ja, wenn ich unser Zeitverzögerungsteil... Ja, geht nicht. Oder hier dran? Schade, ich hätte jetzt gedacht, Zeit anhalten kurz. Aber klappt nicht, leider. Ah, da, das Ding kann ich damit manipulieren. Ah, okay. Nein! Ich bin doof! Nimm die Bombe! Ah! Mann, ja, ich war doch auf dem richtigen Weg. Ich hab nur nicht schnell genug geschaltet. Ich bin auch doof manchmal. Ah, ja, okay, wir wissen, wie es geht. Ich habe den richtigen Riecher gehabt, nur ich habe dann zu langsam, ja, geschaltet. Ne, habe ich ja schon gerade gesagt. Also, Bombe hier schon mal hinlegen. Schon mal jetzt nicht gegenkloppen, wenn es geht. Alles klar. Jetzt das Zeitmagnetgedöne. Anhalten. So, jetzt gleich geht das los. Dann können wir nachher die Bombe aktivieren und dann, ja, perfekt. Ist ja einfach, wenn man weiß wie. La, 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 la. Und Nummer 3. Ja, war jetzt schon ein bisschen... War ein bisschen rätseliger, aber war jetzt auch nicht so schwer, fand ich. Ne? So was macht mir ja Spaß, ne? Ein bisschen nachdenken. Hallo Gollum. Oh, macht mehr dafür komische Sachen. Ja, ich bin der Held. Gib mir dein Signal oder Siegel. Zeichen der Bewährung. Ah, Nummer 2 schon wieder. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Bliblablub, auf Wiedersehen. Markierung auf der Karte, kennen wir schon. Statuen der Götter, kennen wir schon. Ja, je nach Umgebungstemperatur müssen wir uns entsprechend anziehen, kennen wir schon. Perfektes Ausweichen, da hat man so eine Bonuschance zum Draufkloppen, kennen wir schon. Ah, teleportieren kennen wir auch schon. Ich glaube, wir kennen alle Tooltips. Baumwipfel, den kannte ich jetzt vielleicht noch nicht. So, willkommen wieder an der frischen Luft. Ha, damit hätten wir den Schrein geschafft und sogar 9 Punkte zum Teleportieren damit auch freigeschaltet. Sehr schön. Okay, dann gehen wir jetzt mal da zu den Berg. Vorbei an der Frot, eine Vollblutebene, rauf auf das Ranella-Plateau. Denn da wird wahrscheinlich irgendwo die Spitze sein. Denke ich. La 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 la. Ach, ist das schön. Ist da ein Wasserfall? Da möchte ich mich auch noch mal eben umgucken. Komischer Kranich. Macht da Geräusche? Ah, nee, hier sind anscheinend nur Frösche. Ach, eine Schnecke. Ich renne extra schnell dahin, weil ich denke, das ist ein Fisch, der schwimmt gleich weg. Da, Ausdauer. Jawohl, Ausdauerheuschrecke. Hier ganz viele. Da fliegen natürlich weg, die Viecher, ne? Ja, was willst du da machen? Aber hier gibt es die auf jeden Fall. Anscheinend sind die in Gewässernähe immer zu finden. Mach mal von denen Foto. Ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Da vorne ist irgendwas Orangenes. Ein Schrein oder so. Das ist wahrscheinlich sogar noch hier auf dem Plateau. Da gehe ich hin. Bevor wir dann hier auf den Berg gehen. Ja, ja. Ich lasse mich wieder ablenken. Aber wenn ich so interessante Sachen sehe, muss ich denen natürlich auch nachgehen. Ach, guck mal, das ist ja ganz hinten. Das gehört nicht mehr hierzu. Ne. Beim besten Willen nicht. Guck mal, da hinten. Ne, ne, da gehen wir jetzt nicht hin. Dann gehen wir hier hoch. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, da oben ist bestimmt was. Ich rieche es. Ein Adler, habe ich gehört. Ey, warum? Achso, ist am Regnen. Ah, nein! Ma, ja, ist ja schon gut. Ich ziehe schon die Kletterklamotten an. Meine Fresse, ist ja... Wo sind sie? Da. Da, bla. Fingerspitzen sind nicht mehr so glitschig. Gott, nee. Okay, sind doch glitschig. Das habe ich jetzt... Da habe ich jetzt nicht verstanden. Ich dachte, dadurch kann ich besser klettern. Dann eben so.
Ja, meine lieben Freunde, das war's dann auch schon wieder für dieses Mal. Ja, wir haben eins dieser geheimen oder legendären, ich weiß nicht was, seit 100 Jahren bestehenden Lieder herausgefunden, was es damit auf sich hat. Und wir mussten einfach nur auf den Hirsch reiten und uns auf diese goldene Plattform begeben, die dann blau wurde. Und schon haben wir einen Schrein entdeckt, die drei Weisheiten. Haben wir mit Bravour gemeistert, würde ich sagen. Klar, man musste ein bisschen rumexperimentieren, ein bisschen überlegen, aber am Ende hat es funktioniert und eigentlich auch ziemlich flott. Ne? Ein bisschen Try and Error gemacht, hat gut funktioniert. Ja, und in der nächsten Episode geht es dann weiter, indem wir uns hier dieses ganze Gebirge südlich von uns mal ein bisschen genauer angucken. Denn wahrscheinlich wird irgendwo da die Spitze sein, wo wir hin müssen, weil genau da in der Nähe irgendwo das Tor sein soll, das wir fotografieren sollen. Nun gut, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.